Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Coffee Lecture Pausen clever gestalten Tipps und Tricks von TU Schwurt. Ich möchte auch gerne gleich mit einer kleinen Kennenlernrunde starten. Heißt, genau, ich sage noch mal kurz was zu mir. Also ich bin Sportartenverantwortliche beim TU Sport. Ich betreue vor allem Sportarten aus dem Individualsportbereich, also sowas wie Turnen, Akrobatik, Klettern und Bouldern. Und bin darüber hinaus noch Projektleitung unseres Projekts Be Part of It. Das ist ein Projekt für Studenten oder Studierende an der TU. Es geht um das Thema Alltagsbewegung, also in Richtung studentische Gesundheitsförderung. Genau, aber natürlich möchte ich auch gerne wissen, wer hier heute dabei ist, und habe dafür eine Umfrage vorbereitet. Die würde ich jetzt einmal bitten, Frau Neuberger, dass Sie die starten. Genau, ich möchte von Ihnen wissen, was verbindet Sie mit der TU? Wie sind Sie den größten Teil des Tages tätig? Wie viele Pausen passend zum Thema haben Sie heute schon gemacht? Und wann haben Sie sich Ihre letzte Pause gegönnt? Vielleicht können Sie sich einmal durchklicken kurz. Und dann, genau, habe ich einen kurzen Überblick, wer heute hier in der Runde anwesend ist. Also, unsere Gruppe setzt sich heute zusammen vor allem aus Mitarbeitenden, die vorwiegend sitzend tätig sind. Genau. Und ja, das mit den Pausen, 1 bis 2 Pausen heute schon gemacht. Und bei vielen ist die letzte Pause schon deutlich ein Stückchen länger her. Gut, okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter. So, okay. Ich möchte noch ganz kurz was zum TU-Sport erzählen. Wer sind wir? Was machen wir eigentlich? Also wir sind die Hochschulsporteinrichtung der Technischen Universität. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon mal ein Angebot von uns genutzt. Unser Hauptauftrag ist es, Sport und Bewegung für Mitglieder der TU anzubieten. Aber darüber hinaus haben wir noch deutlich mehr im Angebot. Diese drei Worte, die Sie hier sehen, bewegen, erleben und lernen, die treffen es ganz gut. Und zwar bieten wir ein vielfältiges Programm, um sich zu bewegen, um Sport zu treiben. Normalerweise zu Nicht-Corona-Zeiten sehr uninah. Und ja, dadurch bietet sich ein guter Ausgleich zum Studien- und Arbeitsalltag. Zum Thema Erleben. Man kann neue Leute kennenlernen, man kann sportliche Erlebnisse haben, man kann einfach auch mal loslassen, abschalten und was anderes erleben. Und wir bieten natürlich auch neue Sportarten an, die man lernen kann, oder man kann sein vorhandenes Wissen auch ausbauen, indem man Kurse besucht, also fortgeschrittene Kurse. Wir haben unterschiedliche Level, die wir anbieten. Und darüber hinaus haben wir auch ein Bildungsangebot, also Fortbildungen, die besucht werden können bei uns. Wo findet man uns normal? Also unsere Sportangebote finden zu Nicht-Corona-Zeiten oder haben bis vor Corona in folgenden Sportstätten stattgefunden. Die Kurse im Wassersportbereich, natürlich in unserem Bootshaus. Dann haben wir ein Sportzentrum in der Waldschuhallee mit einer Dreifelderhalle und einer Tennishalle. Da finden vor allem Ballsport und Spielsportarten statt. Dann nutzen wir Räume im Hauptgebäude vorwiegend für Gesundheitskurse. Und dann haben wir noch ein Sportzentrum in der Dovestraße. Das ist ein Hallenkomplex aus 5 Hallen. Dort finden vorwiegend Kraft-, Tanzsport- und Fitnesssportarten statt. Zusätzlich haben wir noch ein Fitnessstudio im Hauptgebäude, also im Erweiterungsbau vom Hauptgebäude. Wie gerade schon gesagt, derzeit dürfen wir leider und können wir leider keinen Sport vor Ort anbieten. Deswegen haben wir komplett auf ein Online-Angebot umgestellt. Dieses Online-Angebot sehen Sie einmal hier im Überblick. Genau, von Montag bis Freitag mehr als 30 Kurse aus den Bereichen Gesundheit, Fitness, Tanzen und auch aus dem Individualsportbereich. Wir bieten sowohl einige Kurse am Vormittag bzw. morgen an, einige in der Mittagspause und auch Nachmittagskurse. Diese Kurse finden, wie Sie hier sehen, immer zu der angegebenen Zeit statt, also Online-Live-Kurse, weil sie direkt gestreamt werden und direkt teilnehmen, wenn die Übungsleiterin den oder der Übungsleiter den Kurs durchführt. Weiterhin haben wir noch ein On-Demand-Angebot, das heißt, sind aufgezeichnete Sachen. Da haben wir unterschiedliche Kategorien, einmal zum Thema Aktivierung was, zur aktiven Pause, zur Entspannung, und wir haben auch kleine Challenges, die wir dort bereitstellen, falls man mal was anderes machen möchte.
Darunter finden Sie Videos, wo Sie direkt mitmachen können. Sie finden bebilderte Übungsbeschreibungen. Genau. Und kleine Tipps und Tricks, wie heute hier in der Copy Lecture. Bevor wir aber zum eigentlichen Thema Pausen kommen, möchte ich direkt mit einer Pause mit Ihnen starten. Gerne dürfen Sie Ihr Video anschalten, um mir zu zeigen, dass Sie auch mitmachen. Müssen Sie aber natürlich nicht. Ich lade Sie ein, einmal mit mir gemeinsam aufzustehen. Ich klappe mein Bildschirm ein Stückchen nach hinten, damit Sie mich jetzt auch sehen, wenn ich aufstehe. Genau. Einfach mal vom Stuhl aufstehen. Die Arme gerne mal ganz weit nach oben strecken. Und dann auch gerne mal zur Seite strecken. Einmal die Hände richtig weit auseinanderziehen. Und dann dürfen Sie die Arme auch gerne mal so nach hinten strecken, dass Sie hier die Brust etwas öffnen, den Blick nach oben nehmen. Und dann gerne alles einmal lockern. Kreisen Sie mal die Schultern weit zurück. Gerade der Schulter-Nackenbereich, der ist oft beansprucht in der sitzenden Haltung. Also kreisen Sie gerne die Schultern großzügig zurück und legen Sie den Kopf auch gerne mal von rechts nach links hin und her. Wenn Sie möchten, bleiben Sie gerne stehen während der Coffee Lecture oder wenn Sie sich gerade einen Kaffee frisch gemacht haben, dann dürfen Sie sich natürlich auch gerne wieder mit mir setzen und dann fahren wir fort. So, kommen wir zum Thema Pausen. Wann braucht mein Körper denn eigentlich eine Pause? Ich habe verschiedene Situationen hier mal aufgezählt. Zum Beispiel meine Gedanken schweifen ab. Ich kann mich gar nicht mehr darauf konzentrieren, was ich eigentlich gerade mache. Ich habe eine Seite gelesen, gar nicht so richtig verstanden, was da stand. Ich gähne, auch ein Zeichen meines Körpers, dass ich müde bin, dass ich vielleicht mal Abwechslung brauche. Ich hatte es gerade schon gesagt, der Schulter-Nackenbereich ist oft beansprucht. Das heißt, der Nacken kann verspannt sein, die Schultern können verspannt sein. Ich brauche eine Biopause. Die brauchen wir alle mal. Also wir müssen alle mal was trinken, was essen oder zur Toilette gehen. Ich lasse mich leicht ablenken. Ich glaube, das beste Beispiel ist immer, das Handy zeigt, es ist eine Nachricht reingekommen und man kann sich gar nicht mehr so richtig darauf konzentrieren, was man macht, sondern muss direkt aufs Handy schauen. Und natürlich gibt es viele weitere dieser Situationen, wo der Körper oder wo man merkt, oh, ich bräuchte jetzt mal eine Pause. Ich habe versucht, diese Situation mal zu kategorisieren und habe mich für diese vier Kategorien entschieden. Heißt, entweder sendet der Körper uns Signale, dass wir eine Pause brauchen, Verspannung, die Augen sind angestrengt, man ist müde oder die Motivation schwindet. Die Konzentration lässt nach. Es ist, glaube ich, derzeit gerade vor allem, wenn man viele Videokonferenzen hat, es ist immer schwer, die ganze Zeit auf den Bildschirm zu schauen und den Gegenüber zu betrachten. Es erfordert sehr, sehr große Konzentration und dann kann es auch möglich sein, dass es nach einer Zeit einfach nachlässt. Und als vierte Kategorie habe ich noch das Gedankenchaos aufgeführt. Stellen Sie sich das vor wie so eine kleine Schneekugel, die man sich so hinstellen kann. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, wenn man die schüttelt und die Schneeflocken so durch die Gegend fliegen, dass das die Gedanken im Kopf sind und man hat so ein Gedankenchaos, weiß gar nicht, womit man als erstes weitermachen soll und fühlt sich vielleicht so ein bisschen überfordert. Ich habe die Situation jetzt in diese vier Kategorien eingeteilt. Eben beim Reden haben Sie vielleicht schon gemerkt, man kann das auch gar nicht so ganz voneinander trennen. Also es ist so, die bedingen sich natürlich diese Kategorien, beispielsweise das Gedankenchaos. Wenn ich viel im Kopf habe, mich leicht überfordert fühle, spüre ich das auch, indem ich Kopfschmerzen kriege oder indem mein Körper mir andere Signale sendet, dass ich gerade etwas überfordert bin. Ganz wichtig ist es zum Thema Pausen. Wenn der Körper Signale sendet, dann ist es oft schon zu spät. Also wir sollten eigentlich vorher eine Pause machen. Wir sollten regelmäßig Pausen machen, bevor der Körper die Alarmzeichen sendet und sagt, nee, jetzt Unterbrechung, jetzt musst du eine Pause machen. Genau. Daher immer schön regelmäßig Pausen machen. Wie kann man diese Pausen gestalten? Es gibt zu den jeweiligen Kategorien natürlich Möglichkeiten. Auch hier überschneidet sich das oft. Unser erster Tipp dafür sind natürlich bewegte Pausen. Ja, ich komme vom TU-Sport. Bewegung ist total wichtig im Alltag. Kurze Bewegungspausen können wie eben aussehen, dass man kurz mal aufsteht, sich streckt und regelt.
Es können aber auch Mobilisations- und Dehnübungen sein, die man macht. Es kann eine aktivierende Sporteinheit sein, genauso wie eine kurze Yoga-Einheit oder auch ganz klassisch der Spaziergang in der Mittagspause vielleicht, um mal frische Luft zu schnappen. Neben dem, dass ich meinen ganzen Körper bewege, geht es natürlich auch, dass ich nur bestimmte Körperpartien bewege, beziehungsweise für Entspannung dort sorge. Als Beispiel habe ich hier noch die Augen aufgeführt. Ich habe es gerade schon gesagt. Wir schauen viel, viel auf den Bildschirm derzeit. Daher ist es umso wichtiger, dass wir unseren Augen auch mal Entspannung gönnen. Einfachste Übung ist dafür, einfach mal in die Ferne schauen. Schauen Sie aus dem Fenster, suchen Sie sich was, was ungefähr so mindestens 6 Meter entfernt ist, vielleicht das Haus gegenüber oder ein schöner Baum. Dort einfach mal ein paar Minuten hinschauen, die Augen. Ich mache es auch gerade, deswegen schaue ich zur Seite. Genau, einfach mal die Augen entlassen. Wir haben aber noch weitere Sachen, die man machen kann. Ich habe vorhin unser On-Demand-Angebot schon erwähnt. Dort möchte ich Ihnen jetzt einen kleinen Einblick geben. Unter der Rubrik aktive Pause haben wir einmal für kurze bewegte Pausen bebilderte Übungsabfolgen. Sehen Sie hier beispielhaft mal 3 Übungen. Gibt noch mehr Abfolgen und mehr Übungen, die Sie machen können. Einfach aufrufen. Ich zeige Ihnen nachher noch, wo Sie das Ganze auch finden. Und dann können Sie die Übung schnell durchführen. Genauso haben wir das, um diese Übung auch, um die Augen zu entspannen. Das ist eine einfache Übung, die Sie direkt am Schreibtisch durchführen können. Dafür streckt man den Arm einfach nach vorne aus und folgt mit den Augen dem Daumen nach rechts, links, oben, und unten. Die Übung dient dazu, die Augenmuskulatur zu dehnen und damit auch zu entspannen. Was kann man noch machen in der Pause oder was empfehlen wir? Aufstehen. Wir haben es eben schon kurz getan. Kurz mal aufstehen vom Stuhl und sich danach wieder hinsetzen. Ich denke, Sie kennen alle diesen Spruch, Sitzen ist das neue Rauchen. Etwas besser formuliert, steh auf für deine Gesundheit. Denn Aufstehen fördert die Aufmerksamkeit und die Konzentration, verbessert die Merkfähigkeit des Gedächtnisses und erhöht auch den Energieverbrauch. Aufstehen meine ich hiermit im Sinne von, vielleicht ist es Ihnen möglich, auch mal im Stehen zu arbeiten. Ich glaube nicht, dass viele von Ihnen einen höhenverstellbaren Schreibtisch zu Hause haben, den Sie nutzen können, aber auf ganz einfache Art und Weise kann man auch den Schreibtisch zum Stehen, also zum stehenden Arbeiten nutzen, indem man sich einen kleinen Tisch oben drauf stellt oder vielleicht auch nur eine Kiste, dass man den Laptop etwas erhöht stellt und dann daran arbeiten kann. Andere Möglichkeit ist es auch, dass Sie einen Schrank vielleicht in Ihrem Zimmer stehen haben, wo Sie drauf arbeiten können, einfach dort mal wechseln und vielleicht für eine Aufgabe sich mal kurz hinstellen und dort im Stehen zu arbeiten. Geht es für Sie nicht, also haben Sie die Möglichkeit nicht, ist es ganz wichtig, Sitzunterbrechungen in Ihren Arbeitsalltag einzubauen. Man sollte alle 20 bis 30 Minuten aufstehen, sich einmal kurz bewegen, ein paar Schritte durch den Raum laufen oder in ein anderes Zimmer. Wieder zurück oder wie wir eben einfach kurz aufstehen, sich regeln und dehnen und dann wieder hinsetzen. Damit haben Sie die Möglichkeit, so aus diesen typischen Schonhaltungen auszubrechen und sich dann wieder frisch auf den Stuhl zu setzen, sich aufzurichten und eine gute Sitzposition einzunehmen. Ein weiterer Tipp oder eine weitere Möglichkeit, um vielleicht auch die Konzentration wieder etwas zu verbessern, lüften. Wir kennen das derzeit alle aus dem Corona-Alltag. Ja, Lüften ist, glaube ich, zur Normalität jetzt geworden, was auch gut so ist. Und wir können damit natürlich auch unser Gehirn wieder mit frischem Sauerstoff versorgen und dann wieder konzentriert an die Arbeit gehen oder weiterarbeiten. Einhergehend damit ist auch immer wichtig, viel trinken. Trinken Sie regelmäßig Wasser, Tee, genau das, was Ihnen schmeckt. Und auch hier gilt, man sollte trinken, bevor man Durst hat. Also trinken Sie gerne regelmäßig kleine Schlucke, stellen Sie sich ein Glas parat. Ich habe hier auch ein kleines Glas für meine Coffee-Lecture schon parat stehen, falls ich mal was brauche zwischendurch. Und wenn Sie das dann gleich noch mit Bewegung verbinden wollen, stellen Sie sich keine große Flasche hin, sondern eher ein Glas, wo Sie dann nochmal in die Küche kurz schnell müssen oder in einen anderen Raum, wo ein Wasserhahn zur Verfügung steht, um das Trinken aufzufüllen.
Unsere nächste Möglichkeit oder unser nächster Tipp ist loslassen und abschalten. Gerade wenn das Gedankenchaos vielleicht vorhanden ist oder die Konzentration schwindet, dann ja, lassen Sie die einfach die aktuelle Aufgabe kurz mal los, schalten Sie die Gedanken mal ab. Natürlich gibt es keinen Knopf, womit man die Gedanken abschalten kann, aber man kann sich auf was anderes fokussieren. Man kann einer anderen Aufgabe nachgehen, mal komplett was anderes, was nichts mit Arbeit zu tun hat. Und danach kann man vielleicht die Gedanken besser sortieren oder wieder konzentriert an den Arbeitsplatz zurückkehren. Auch dafür haben wir die kleinen Challenges. Eine Beispiel-Challenge möchte ich Ihnen gerne zeigen. Genau, finden Sie in unserem On-Demand-Angebot, und zwar die Socken-Challenge. Eine ganz witzige Sache. Sie brauchen dafür nur 6 Paar Socken und eine kleine Kiste oder einen kleinen Korb. Und mein Kollege Oliver Tomaszewski zeigt Ihnen jetzt mal, wie das funktioniert. Ich muss noch einmal kurz den Ton freigeben. Die Socken-Challenge. 6 Socken, ein Eimer, circa 1,5 Meter Entfernung. Okay, 4 von 6. Wie viel schaffst du? Genau, hast eine kurze Ablenkung, die man vielleicht mal just for fun zwischendurch machen kann, und dann kann man wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren. Okay, unser nächster Tipp oder eine nächste Möglichkeit, ganz wichtig, ist Atmen. Kommt Ihnen vielleicht jetzt etwas komisch vor, denn wir atmen ja die ganze Zeit, das passiert automatisch. Da muss man nichts für tun. Aber oft hilft es, wenn die Konzentration nachlässt oder das Gedankenchaos groß ist, einfach mal tief durchatmen. Bestes Beispiel oder eine gute Übung dafür ist einfach die Bauchatmung, indem Sie Ihre Hand kurz auf die Bauchdecke legen und dann mal tief in den Bauch hineinatmen, sodass die Hand so ein bisschen nach vorne geschoben wird, und dann wieder ausatmen. So 3 bis 5 Atemzüge, sich damit mal eine Pause gönnen, und dann kann man weitermachen. Auch dafür haben wir natürlich was vorbereitet. Sie finden in unserem On-Demand-Angebot unter der Rubrik Entspannung, finden Sie 2 einfache, kurze Videos von einer Übungsleiterin von uns, die einmal die einfache Wechselatmung beschreibt und die klassische Atemmeditation. Das sind 2 Übungen, die Sie gleich mitmachen können, direkt zum Video, und sich damit eine Pause gönnen können. Als letztes gibt es noch von uns den Tipp der Meditation. Das ist eine gute Methode, um das Gedankenchaos zu sortieren oder Stress abzubauen. Und der Stress kommt ja oft nicht nur von der Arbeit, sondern auch durch den Alltag. Und da hilft es, sich mit Meditation wieder etwas runterzubringen. Dafür bieten wir derzeit einen Kurs an. Der findet immer Mittwoch 18:45 bis 20:15 Uhr statt. Meditation und Achtsamkeitstraining. Und dieser Kurs führt an das Thema Achtsamkeit heran und vermittelt die Grundlagen der Meditation. Ist also bestens geeignet, um mehr Gelassenheit und Entspannung im Alltag zu erfahren. Der aktuelle Kurs ist leider schon ausgebucht. Sie können sich aber gerne auf die Warteliste schreiben, oder der nächste Kurs beginnt auch Anfang Juni. Und können sich gerne für diesen Kurs schon eintragen. Nun möchte ich mit Ihnen zu den Tipps und Tricks kommen, die wir für Sie haben. Viele dieser Dinge, die ich gerade genannt habe, die kennen Sie vielleicht schon, die sind Ihnen bekannt, vielleicht war das ein oder andere Neue auch dabei. Oft ist es ja aber nicht so, dass es daran mangelt, dass es an Wissen mangelt, was man machen soll, sondern dass man es nicht umsetzt. Also, dass man nicht gegen den inneren Schweinehund ankämpfen kann oder dass man so eingenommen ist von den Arbeitsaufträgen, die man zu erledigen hat, genau, oder auch vom Lernen, dass man sich keine Pause gönnt oder das Gefühl hat, ich habe gar keine Zeit für eine Pause. Mit diesen Tipps und Tricks möchte ich Ihnen einige Dinge an die Hand geben, wie Sie das besser umsetzen können und wirklich Pausen machen können. Unser erster Tipp ist Gewohnheiten. Knüpfen Sie Bewegung an Gewohnheiten oder Situationen. Ein Beispiel dafür:
Zum Beispiel immer, wenn ich gähnen muss, dann regel und strecke ich mich mal und trinke einen großen Schluck Wasser. Damit werden Sie gleich wieder aktiviert, haben Ihrem Körper Flüssigkeit ein bisschen zugeführt und können dann vielleicht wieder etwas aktiver und aufmerksamer weitermachen. Unser zweiter Tipp: Pausen mit Musik verbinden. Genau, ich glaube, wir kennen das alle. Es läuft ein guter Song im Radio oder Sie haben eine Playlist an, wo gute Musik läuft. Man fühlt sich gleich ein bisschen motivierter. Man hat vielleicht auch Bewegungsdrang oder man möchte einfach mal eine Runde lächeln oder mit den Fingern auf den Tisch klopfen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten und nutzen Sie diese Motivation. Also zum Beispiel während der Pause machen Sie Ihr Lieblingslied an, motivieren Sie sich dadurch und dann kehren Sie wieder zurück an die Arbeit motiviert und ja, aktiviert. Unser dritter Tipp ist der Ortswechsel. Das ist vor allem wichtig bei längeren Pausen. Ihr Körper ist darauf gepolt, am Arbeitsplatz, also was auch immer das gerade ist, der Küchentisch, der Schreibtisch, vielleicht haben Sie auch ein Arbeitszimmer. Der Körper ist darauf gepolt, dass an dieser Stelle die Arbeit stattfindet. Und genauso soll das auch sein, weil dort wollen wir auch arbeiten. Umso wichtiger ist es, in der Pause diesen Platz zu verlassen. Gehen Sie in einen anderen Raum, gehen Sie nach draußen im Idealfall oder wenn Sie nur eine kleine Wohnung zur Verfügung haben, reicht es oft auch schon, den eigentlichen Platz zu verlassen und vielleicht mal aufs Sofa zu gehen. Damit verbindet Ihr Körper dann den anderen Punkt, diesen anderen Ort mit der Pause. Sie haben einen kleinen Perspektivwechsel und können mal kurz abschalten und sich die Pause auch gönnen. Der nächste Tipp ist Abwechslung. Es ist ganz wichtig, regelmäßig die Sitzposition zu wechseln. Ich habe das vorhin schon gesagt, wie Sitzunterbrechungen mit Aufstehen, das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist, nehmen Sie eine andere Sitzposition ein. Sie kennen das alle. Man setzt sich am Anfang aufrecht hin, hat schön die Füße fest auf dem Boden stehen, die Arme locker auf dem Tisch liegen. Und es dauert oft nicht lange, bis man so in so eine Haltung sinkt, dass die Schultern nach vorne kommen, der Kopf vielleicht so ein bisschen nach vorne kommt, weil man näher zum Bildschirm rückt. Und es schwerfällt, sich immer wieder in die Ausgangsposition zurückzubringen. Um diese Sitzposition, diese falschen, sage ich mal in Anführungsstrichen, Sitzpositionen zu unterbrechen, ja, nehmen Sie sich vielleicht mal einen anderen Stuhl zwischendurch oder drehen Sie mal den Stuhl um. Zum Beispiel bei einem Meeting können Sie auch mal die Stuhllehne nach vorne nehmen. Wie Sie bei mir sehen, sehen Sie nicht viel von meinem Körper. Das heißt, man würde auch die Stuhllehne gar nicht erkennen. Und damit können Sie auch für Abwechslung sorgen. Das ist natürlich jetzt kein direkter Tipp für eine Pause, sondern eher während der Arbeitszeit, wie Sie dort auch ein bisschen Bewegung erfahren können. Der nächste Tipp ist Belohnung. Und zwar, Sie können Pausen, es ist ganz wichtig, Pausen anzunehmen und schöne Tätigkeiten nachzugehen. Heißt, suchen Sie sich was, was Sie wirklich mögen, was Sie gerne machen. Setzen Sie sich an einen schönen Platz, hören Sie eine interessante Podcast-Folge oder was auch immer Sie gerne möchten. Und belohnen Sie sich mit dieser Pause. Es ist ganz wichtig, Pausen als Pausen anzunehmen, also als gewinnbringende Zeit zu betrachten und sich nicht zu überfordern in der Pause. Also fangen Sie nicht an, in der Pause Dinge zu erledigen von Ihrer privaten To-Do-Liste, sondern nehmen Sie sich Zeit. Kommen wir auch zum letzten Tipp, dem Abschalten, also gedanklich auf die Pause-Taste drücken. Wir hatten das vorhin schon mit der kleinen Socken-Challenge, dass Sie mal was anderes machen. Hier in diesem Sinne meine ich eher, schalten Sie mal alles um sich herum ab, indem Sie zum Beispiel die Augen schließen und einfach mal tief durchatmen. Blenden Sie alles um sich herum aus und dann können Sie einmal tief durchatmen, wieder ein bisschen entspannen und danach wieder starten. Genau das wollen wir jetzt auch machen. Ich habe Ihnen viel Input gerade gegeben, viel erzählt und auch wir wollen jetzt noch eine kleine Entspannungspause machen. Das heißt, ich lade Sie gerne wieder mit ein, mit mir einmal die Augen zu schließen und dann können Sie mal mit den Händen Ihre Ohren greifen. Und dann können Sie mal Ihre Ohrmuschel massieren. Von oben nach unten, langsam, bis Sie am Ohrläppchen angekommen sind. Gerne können Sie auch mal am Ohr ein bisschen ziehen.
Alles das, was für sie angenehm ist. Und von hier aus können Sie gerne auch mal weiter nach unten wandern, und zwar indem Sie Zeigefinger und Mittelfinger einmal vor dem Ohrläppchen auf Ihren Kiefermuskel drücken. Drücken Sie gerne mal mit den zwei Fingern rein. Spüren Sie Ihren Kiefermuskel. Wenn Sie ihn gefunden haben, dann öffnen Sie leicht mal den Kiefer immer auf und zu, kleine Bewegungen. Und dann dürfen Sie hier weiter nach unten massieren, bis Sie am Kinn angekommen sind. Und wenn Sie angekommen sind, dann legen Sie die Hände einfach mal wieder entspannt ab. Spüren nochmal, wie sich der Kiefer jetzt anfühlt, wie sich die Ohren anfühlen, ob sich vielleicht was verändert hat. Und wenn Sie die Augen geschlossen hatten, dann blinzeln Sie ein paar Mal, öffnen wieder die Augen und kommen wieder hier in der Coffee Lecture an. Ich möchte zum Abschied noch ein kurzes Fazit ziehen. Wann sollte ich eine Pause machen? Sie sollten spätestens Pausen machen, wenn der Körper Signale sendet. Also wenn der Körper Ihnen zeigt, jetzt ist es notwendig, das Ganze hier zu unterbrechen. Wie sollte ich meine Pause gestalten? Wichtig ist immer abwechslungsreich gestalten, das motiviert, das regt an und man hat immer was Neues, worauf man sich freuen kann. Und das Wichtigste ist, nehmen Sie Pausen als Pausen an, denn Pausen sind vor allem gewinnbringende Zeit, die Ihnen helfen, wieder konzentriert und fokussiert arbeiten zu können. Zum Abschluss noch was in eigenem Interesse. Wenn Sie Interesse an Sport, Gesundheit oder Bewegung haben, vielleicht auch dort schon tätig sind in dem Bereich oder gerne mal Kurse geben möchten, und Ihr Wissen an andere weitergeben möchten, dann melden Sie sich gerne bei uns, bei meiner Kollegin Jana Klutznik unter der unten angegebenen E-Mail-Adresse und schreiben Sie uns gerne, wenn Sie Teil des TU-Sports werden möchten. Wir sind immer auf der Suche nach Übungsleitenden für Kurse, für aktive Pausen oder Ähnliches. Alle Infos zum TU-Sport und auch unser Online-Angebot live und on demand finden Sie auf unserer Homepage www.tu-sport.de und Sie finden uns auch auf Facebook und auf Instagram unter den angegebenen Namen TU-Sport und TU Berlin Sport. Und dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und stehe natürlich gerne für Fragen zur Verfügung. Genau, ich hatte jetzt auch schon gesehen, dass es einige Sachen im Chat gab. Da schaue ich mal ganz kurz rein. Ich kann ja auf diese Fragen schon mal eingehen. So, einmal kam die Frage, wie kurzfristig Einzeltermine gebucht werden können und ob das am selben Tag geht. Ja, das geht. Sie können bis 2 Stunden vor dem Kurs den Einzeltermin noch buchen. Diese 2 Stunden sind wichtig, dass Sie dann auch noch den Link zum Kurs erhalten können. Deswegen die Befristung auf 2 Stunden davor.